Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Autokauf auf Zypern und was es dabei alles zu beachten gibt, was es mit den Kfz-Versicherungen auf Zypern auf sich hat und natürlich auch für welches Auto wir uns letztendlich entschieden haben. Das seht ihr nach dem Intro. Diejenigen von euch, die unseren Kanal schon länger verfolgen, die wissen, dass wir bis dato noch kein eigenes Auto hatten, weil wir eben so viel in der Weltgeschichte unterwegs sind. Aber da die Mietwagenpreise in den letzten Monaten so rapide angezogen haben, haben wir uns letztlich dafür entschieden, uns nun unser eigenes Auto auch zu kaufen. Und was es mit dem Gebrauchtwagenmarkt auf sich hat, das schauen wir uns ganz kurz an. Und zwar, wir gehen hier mal auf die Seite basaraki.com. Das kann man vergleichen mit Willhaben in Österreich oder auch eBay Kleinanzeigen. Hier wird alles gekauft und verkauft auf Zypern. Und wir haben hier Kategorie Autos. Man sieht, dass wir aktuell knapp 3.700 oder ein bisschen über 3.700 Gebrauchtwagen oder Neu- und Gebrauchtwagen hier auf Zypern angeboten bekommen. Und wenn wir uns hier mal eine Übersicht anschauen, was auffällt ist, dass derzeit die meisten Wagen, die noch verkauft werden, das sind Mercedes und BMW. Es war bis letztes Jahr noch so, als die UK noch in der EU war, dass sehr, sehr viele deutsche Wagen, wie gesagt, über England nach Zypern gekommen sind. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Also dadurch, dass jetzt die kein Mitglied der EU mehr sind, kommt auch viel, viel weniger oder eigentlich gar keine Autos mehr rein. Das hat sich dann auch bei den Preisen deutlich bemerkbar gemacht. Also auch die Gebrauchtwagenpreise sind sehr, sehr stark nach oben gegangen. Und was man in den letzten Monaten vermehrt sieht, dass sehr viele Japan-Importe den Weg nach Zypern finden. Ob das jetzt Mazda ist, Kia ist, Nissan ist, Toyotas, von denen findet man sehr, sehr viel. Und was auch für uns wichtig war, wenn wir uns ein Auto kaufen, ist es, dass wir uns eines holen, das dann auch, sag ich mal, leicht zum Reparieren ist, dass die Leute sich damit auskennen. Und wir haben dann auch viel, viel recherchiert und sind aber letztlich dabei hängen geblieben, dass wir uns für einen Mazda, und zwar für einen Mazda Demio entschieden haben. Der Mazda Demio ist mittlerweile, haben wir uns sagen lassen, das meistverkaufte Auto auf Zypern. Er schaut auch ganz gut und schnittig aus. Den Wagen kennen wir in Österreich und Deutschland unter dem Namen Mazda 2. Der heißt hier erst ab 2019 oder so Mazda 2. Vorher heißt er Demio. Und man sieht hier für so 2017, 2018er Modelle, das sind eigentlich schon immer noch sehr stattliche Preise, 12.000, 13.000 Euro für ein quasi 4-5 Jahre altes Auto. Aber das ist so derzeit am Gebrauchtwagenmarkt. Dafür sieht man auch, dass die Autos auch sehr stark ihren Wert behalten. Wenn ich hier zum Beispiel schaue, wenn ich mir so ein Mazda Demio aus dem Jahr 2013 anschaue, der kommt jetzt ins 10. Jahr, kostet immer noch 7.500 Euro, dann sieht man, dass es hier schon noch einige Unterschiede gibt. Und wenn ich mir das jetzt mal aber anschaue mit einem Mazda 2 in Deutschland, ich bin jetzt hier mal auf Autoscout24, habe so dieselbe Kategorie reingegeben, Mazda 2 90 PS, sind wir eigentlich so ziemlich preislich gleich auf. Bei den deutschen Wegen wird es dann einiges teurer, aber speziell bei den Japanern kann man hier auf Zypern wirklich noch einen Schnapper machen. Und für uns war einfach, für uns war es wichtig, dass wir uns ein Auto holen, dass wir einfach das günstige in der Erhaltung ist, dass man, wie gesagt, leicht reparieren kann, nicht so viel kostet. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, jetzt so ein richtig teures Auto zu kaufen. Das brauchst du unserer Meinung nach nicht hier auf Zypern. Also wir sind nicht in Dubai, wo jeder mit einem Lambo rumfährt oder so. Zypern ist da ganz anders, ist entschleunigter. Für uns ist wichtig, dass wir unseren Hund unterbekommen, dass die Mama ein schönes Plätzchen im Auto hat, dass wir ein paar Einkäufe unterbekommen. Und da war für uns der Mazda 2 ein wirklich tolles, oder Mazda Demio, wie er hier heißt,
wirklich ein tolles Auto. Aber ich würde sagen, wir haben den Wagen hier schon gekauft. Wir haben ihn gestern abgeholt, steht unten vor der Türe. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter und schauen uns ein bisschen das Auto an und auch die Ausstattungsmerkmale. Was war uns wichtig von der Ausstattung? Was haben wir dann letztendlich gekauft? Haben wir irgendwelche Kompromisse eingehen müssen? Ja, ich würde sagen, gehen wir mal runter. So, ganz schön windy today. Und hier steht das gute Stück. Setzen wir uns mal direkt rein. Also wie schon erwähnt, haben wir uns für den Mazda 2 entschieden und wir haben das Ganze natürlich auch über Basaraki gekauft. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ist, es gibt sowohl Privatverkäufe auf Basaraki als auch Autohändler. Wir haben das Auto bei einem Händler gekauft, einfach weil wir dann noch 2 Jahre Garantie auf die ganzen Verschleißteile drauf bekommen. Da muss man immer drauf achten, also über Privatverkäufer bekommt man es wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Aber was war uns jetzt wichtig? Also ich habe schon erwähnt, günstig in der Haltung muss es sein. Wir wollten unbedingt ein Automatikgetriebe haben, ist auch ganz, ganz wichtig. Wir haben auch schon Gangschalter gehabt in der Vergangenheit, lässt sich auch fahren. Aber speziell hier, wenn man sich noch gewöhnt an die andere Straßenseite, also mittlerweile sind wir ja schon gewöhnt dran, aber du kannst dich einfach besser auf den Verkehr konzentrieren mit einer Automatik. Wir wollten auch eine automatische Klimaanlage haben. Es gibt beim Demio 2 Varianten, die manuelle und die automatische. Das haben wir hier auch drinnen. Was haben wir noch? Wir haben Tempomat, wir haben Bluetooth, wir haben die ganzen Spielereien, einklappbare Seitenspiegel, also das sind echt sehr, sehr gut ausgestattet, die Japaner. Wir haben Start-Stopp noch dabei, eine Rückfahrkamera, jetzt sagen wir starten mal an. Und was ich halt schon erwähnt habe, ist, dass das ein japanisches Auto, das heißt, wir konnten zwar einiges umstellen, also das Menü konnten wir auf Englisch umstellen, aber wir haben hier immer noch im Dashboard einiges an japanischen Zeichen und wenn ich jetzt hier den Rückwärtsgang rein tue, jetzt sollte er eigentlich Japanisch reden mit mir. Er redet nicht Japanisch mit mir. Er sollte eigentlich Japanisch reden mit mir jetzt. Ja, also auf alle Fälle, manchmal redet das Auto noch Japanisch mit uns. Aber wie gesagt, ja, was gibt es da mehr zu sagen? Wir haben genug Platz hinten für ein paar Einkäufe. Die Mana hat genügend Platz. Wir haben ein schönes Netz. Vielleicht kannst du das mal zeigen, Christina, was wir hier für die Mana haben. Doggify, richtig nice. Und nicht zu vergessen, es ist ein 1,3 Liter Benziner. Es gibt den Wagen auch noch als Diesel. Wir wollten aber unbedingt einen Benzin haben, weil wir hauptsächlich kleine Strecken fahren. Wir fahren jetzt nicht so viel Autobahn. Wenn wir mal einen Ausflug irgendwo hin machen, dann reicht das Auto auch noch ja, heftig. Vielleicht kaufen wir uns nächstes, übernächstes Jahr mal ein größeres dazu. Aber derzeit sehen wir absolut keine Notwendigkeit. Und ja, ich denke, wir sind ganz happy mit unserem Auto. Ich würde sagen, wir gehen wieder rauf ins Büro und quatschen noch mal ganz kurz über Kfz-Versicherungen. So, sprechen wir nun kurz über das Thema Autoversicherung und Anmelden von einem Auto auf Zypern. Funktioniert ein bisschen anders als in Österreich oder in Deutschland. Ich weiß nur die Preise von Österreich. Ich denke, du zahlst derzeit ja auch schon fast 200 Euro, um ein Auto anzumelden. Hier kostet das Ganze sagenhafte 7 Euro und wird auch meistens schon direkt vom Car Dealership, also dort, wo man das Auto kauft, auch meistens schon mit übernommen. Das war bei uns auch so. Wir hatten in unserem Kaufpreis quasi die sogenannte Road Tax, die zu bezahlen ist und die Anmeldung schon inklusive. Das heißt, wir sind gestern, wo wir das Auto abgeholt haben, hatten wir auch schon die Nummerntafeln und alles drauf. Das funktioniert ganz, ganz unbürokratisch hier auf Zypern. Das hat mich auch wirklich gewundert, muss ich sagen. Und auch was das Thema Versicherungen angeht, war ich ja sehr positiv überrascht und zwar im Hinblick darauf, dass Versicherungen relativ günstig sind. Und schauen wir mal wieder hier auf den Computer und zwar sind wir hier auf der Website von der Anytime Insurance, anytimeonline.com. Und ich habe die Versicherung für das Auto quasi direkt abgeschlossen, als ich das Auto angezahlt habe. Also es war richtig cool. Die haben mir damals den Link geschickt. Ich habe das direkt am Handy gemacht. Man kann hier einfach sich auch schon eine Quote geben lassen. Ich gebe hier einfach mal irgendwas ein. Machen wir das so wie bei uns.
Wir sind Private Passenger Brand. Wir haben in dem Fall einen Mazda. Model Demio ist ein Hatchback. Yes, 1300 Kubik. Null Accidents, gehen wir mal weiter hier. So, füllen wir das alles aus hier. Etwas, das auch noch wichtig ist hier bei dieser Anytime-Versicherung, ist, man braucht einen zypriotischen Führerschein, um die Versicherung hier abschließen zu können. Es ist jetzt so, wenn man nach Zypern auswandert, dann muss man mal mindestens 6 Monate hier vor Ort sein, um seinen Führerschein umschreiben zu können. Wenn man jetzt direkt ein Auto kaufen möchte, wenn man auf die Insel kommt, dann muss man sich nach einer anderen Versicherung umschauen. Es gibt einige, die sind ein bisschen teurer. Wie gesagt, Anytime ist die günstigste, aber die meisten machen es eh mal so, dass sie am Anfang sich mal ja ein bisschen zurechtfinden wollen, irgendwo ein Auto mieten und sich dann dazu entschließen. Also wenn man 6 Monate schon da ist, man kann das umschreiben lassen. Was aber auch ich empfehle, bevor wir hier weiter über die Versicherungen sprechen, man kann hier auf der Insel auch ganz einfach einen zypriotischen Führerschein ganz normal machen. Ich gehe auch gerade diesen Prozess durch. Würde ich auch generell jedem empfehlen, der jetzt lange auf der quasi auf der rechten Seite der Straße gefahren ist, dann auf in ein Land wie Zypern kommt, wo wir den Linksverkehr haben. Es ist schon eine Umgewöhnungsphase und überhaupt, wenn man dann vielleicht 2, 3 Fahrstunden hat und vielleicht so eine Führerscheinprüfung noch macht, das Ganze kostet hier ja mit allem drum und dran nicht mal 200 Euro, um einen offiziellen Führerschein zu machen. Dann tut man sich auch schon ein bisschen leichter. Aber wie gesagt, das bleibt jedem selbst überlassen. Man muss jetzt nicht einen Führerschein direkt hier machen, aber vielleicht 1, 2 oder 3 Fahrstunden, die würde ich einfach jedem empfehlen. Ich glaube, eine Fahrstunde kostet hier zwischen 15 und 20 Euro. Also sehr, sehr günstig und man fühlt sich dann auch direkt um einiges sicherer im Verkehr. So, schauen wir mal hier weiter. Füllen wir das mal alles hier aus. Okay, dann hier noch, wie möchte man bezahlen? Man mit Kreditkarte bezahlen, direkt für 12 Monate, dann gibt es nochmal 10% Rabatt, dann wollen die einfach ein Startdate haben. 1.7.22, nur dass wir hier irgendwas reinschreiben, geben wir noch eine E-Mail-Adresse an. Calculation und schon wird uns ausgerechnet, wie viel uns die Versicherung jetzt jährlich kostet. So, also wir haben hier 3 Möglichkeiten, Economic, Value und Premium. Man sieht schon, was wir uns dafür entschieden haben, das war die Value, das ist eine normale Haftpflichtversicherung, die eigentlich das meiste abgedeckt hat. Was halt jetzt eine Haftpflichtversicherung so hergibt, bezahlen wir 124 Euro für das ganze Jahr wohlgemerkt. Also das ist schon sehr, sehr cool. Man kann auch noch eine Premiumversicherung abschließen. Ist jetzt nicht ganz so wie eine Vollkasko, aber wesentlich mehr abgedeckt. Bekommt man für 308 Euro im Jahr. Also da reden wir von 25 Euro pro Monat. Und das ist schon ziemlich cool. Also dass hier die, das Anmelden von Autos sowie auch die Versicherung sehr, sehr günstig sind. Ja, was ich vielleicht auch noch nicht erwähnt habe, wie viel haben wir denn bezahlt für das Auto? Unser Auto war angeschrieben mit 12.900 Euro. Wir haben natürlich gefeilscht, haben es für 12.000 Euro geradeaus bekommen. Also das ist auch ganz klar hier. Die Preise, die man auf Basaraki sieht, sind immer Verhandlungsbasis. Und wenn man als zahlungskräftiger Kunde, sage ich mal, auftritt, dann ist da auch immer ein guter Rabatt dabei. So, das war es nun kurz und knackig zum Thema Autokauf, Versicherungen und Führerschein auf Zypern. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, stell uns diese gerne in den Kommentaren. Das war's dann für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr keines unserer Videos in Zukunft mehr verpasst. In diesem Sinne alles Gute und bis demnächst. Euer Mario. Ciao, ciao.